Von der Papierform her sollte das eigentlich eine klare Sache sein für den Tabellenvierten SV Wacker Burghausen im Duell mit dem 16. SC Eltersdorf. Doch die Formkurve der Quäken zeigte zuletzt deutlich nach oben. Nach zuvor 3 Siegen in Serie mussten sich die Eltersdorfer zwar am vergangenen Spieltag mit 1:2 in Hauptstadt geschlagen geben, allerdings war auch dort die Leistung durchaus ansprechend. In Burghausen dagegen sieht die Lage etwas anders aus. Seit der bitteren Elfmeter-Niederlage im Toto-Pokal gegen den TSV 1860 München ist bei der Haas-Truppe etwas der Wurm drin. Die letzten beiden Partien in Augsburg und gegen Heimstetten gingen verloren. Nun soll in Eltersdorf die Wende her. Und die in Grau und Weiß gekleideten Gäste erwischten einen Traumstart. Es läuft die 4. Spielminute. André Leipold wird toll bedient und bleibt dann vor dem Tor eiskalt. Die frühe Führung für die Gäste. Die Hausherren taten sich in den Anfangsminuten schwer, überhaupt einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Wacker klar tonangebend und nach einer Viertelstunde mit dem nächsten Angriff. Flanke von der linken Seite, Robin Ungerath steht da mutterseelenallein im Strafraum und drückt die Kugel technisch anspruchsvoll über die Linie. 2:0. Burghausen tat die Pause unter der Woche sichtlich gut. Die Jungs von Trainer Leonhard Haas zeigten sich spielfreudig und wollten den nächsten Treffer. Nicolas Hellenbrecht versucht's per Freistoß, scheitert aber an Keeper Tugay Akbakler. Kurz darauf haben die beiden Torschützen Ungerath und Leipold die Doppelchance, aber auch die zwei Angreifer bringen das Leder nicht im Tor unter. Nach knapp einer halben Stunde werden dann auch die Hausherren mal gefährlich. Burghausens Jerome Leubli verhindert aber gleich zweimal mit vollem Einsatz das Gegentor für Wacker. Das war aber auch die einzig gute Möglichkeit für den SCE in Halbzeit 1. Fortan spielte wieder nur Burghausen. Ungerath scheitert in der 39. Minute nach toller Vorarbeit von Leipold noch am Pfosten. Wenige Zeigeumdrehungen später macht er es aber besser. Eine Hereingabe von der rechten Seite verwertet der Burghausener Goalgetter zu seinem 11. Saisontor. Das 3:0 auch der Pausenstand. Wacker führt nach einem starken Auftritt auch in der Höhe verdient. Die Hausherren müssen ein paar Gänge hochschalten, um nicht komplett unter die Räder zu kommen. Doch danach sah es zunächst nicht aus. Handspiel hier in der 48. Minute von Karim Said. Das gibt Gelb und Strafstoß für Wacker. Kevin Hingerl übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän. 4:0. Die Partie damit gelaufen, aber noch lange nicht vorbei, denn einer hatte an diesem Abend richtig Lust auf Fußballspielen. Robin Ungerath. Nach gut einer Stunde macht der Ausnahmestürmer sein 3. Tor des Abends und was für eins. Per Lupfer überwindet er Akbakler zum 5:0. In seinem erst 14. Regionalligaspiel überhaupt macht der 22-Jährige seinen bereits 12. Treffer. Das sorgt auch beim mitgereisten Wacker-Anhang für großen Jubel. Doch auch für die heimischen Fans im Elsner Sportpark gab es noch einen kleinen Trost, denn die Hausherren konnten zumindest den letzten Treffer des Abends erzielen. Tobias Herzner mit einem tollen Freistoßtor in der Nachspielzeit. Am Ende aber nur Ergebniskosmetik, Endergebnis 5:1 für Burghausen. Insgesamt denke ich, geht es auch in Ordnung in der Höhe. Ich denke, dass wir heute schon die spielbestimmende Mannschaft waren und über weite Strecken auch die deutlich bessere Mannschaft heute. Verdiente Niederlage, aber für uns gilt es in der Liga einfach zu sagen, ja, Köpfe hoch und wir müssen gucken, dass wir die Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe oder die unsere Kragenweite sind, einfach dann positiv bestreiten, weil das war heute auf jeden Fall eine Mannschaft unter den Top 5, definitiv. Wacker zeigt nach 2 Ligapleiten in Serie eine beeindruckende Reaktion und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Eltersdorf hatte wenig entgegenzusetzen und muss nach zuletzt guten Auftritten einen Dämpfer hinnehmen.